Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, heute geht es darum, natürlich in der aktuellen Marktphase die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dabei hilft natürlich auch immer ein Blick zurück. Denn heute werden wir nicht nur unsere Abstauberlisten aus dem letzten Jahr updaten oder darüber sprechen, sondern eben euch auch eine neue Liste an die Hand geben, die jetzt wichtig ist, die jetzt eure Orientierung bietet, für die Aktien, auf die ihr jetzt euren Fokus besonders legen solltet. Denn natürlich bieten gerade Phasen wie die jetzige die besten Chancen an den Börsen. Und das ist immer so, wenn die Stimmung am schlechtesten ist, wenn wirklich alles sich gegen die Börse ja auftürmt und die Hürden scheinbar unüberwindbar werden, da ist immer die beste Zeit, eigentlich die Strippen zu ziehen. Und gestern der Tag, ja, der war schon sehr, sehr entscheidend dafür. Denn natürlich diejenigen, die irgendwann gestern ganz spät nach Hause gekommen sind, haben sich die Ergebnisse angeschaut, die sind wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, na, ist gar nicht so viel passiert. Denn die Wall Street ging gleich mit leichten Gewinnen aus dem Handel. Aber was an dem Tag insgesamt passiert, das war schon wirklich bemerkenswert. Der Dow mit zwischenzeitlich über 1000 Punkte im Minus, der Nasdaq knapp 5% im Minus. Und dann gab es die schärfste Trendwende, die größte Dynamik nach oben seit über 13 Jahren. Ja, zuletzt in der Finanzkrise 2008 hatten wir eine ähnliche Entwicklung. 130 Milliarden Dollar, ja, 132 Milliarden allein im Nasdaq 100 wurden gewechselt, 53 Milliarden Dollar im Dow. Und das sind keine Peanuts, das sind Rekordvolumina. Und das ist natürlich auch ein klares Zeichen, dass da nicht irgendwelche kleinen Privatanleger als Schnäppchenjäger unterwegs waren. Das waren schon strategische Investoren, große Gruppen, die den Löffel rausgehalten haben, um das aufzufangen, was da auf den Markt geschmissen wurde. Das heißt jetzt nicht, dass diese Korrektur schon vorbei ist, ja. Aber solche dramatischen Entwicklungen, die kennzeichnen eine Endphase einer Korrektur. Das heißt, die Böden sind nicht mehr weit entfernt. Dass die Korrektur noch nicht rum ist, sehen wir heute. Heute gibt es wieder negative Vorbörsen in den USA. Das heißt, man traut dem Frieden nicht. Natürlich, das ist auch klar, weil momentan die Bären natürlich in Oberwasser haben. Die ziehen und ziehen und die Shorties, die wird dann eine Chance. Und das wird auch noch eine Weile so andauern. Aber das ist eben die Option für alle da, das eine oder andere noch nachzulegen. Und ich weiß natürlich, dass da viele schon ihr Pulver verschossen haben, die auch schon voll investiert sind und sagen, ich würde da gerne, aber ich kann nicht mehr. Deswegen auch heute ein Zeichen dafür oder Beispiele dafür, haltet durch. Ja. Und wer es kann, der sollte sich wirklich Gedanken machen, habe ich irgendwo noch eine kapitalbildende Lebensversicherung? Macht die zu Geld, weil da wird nichts mehr draus. Ja. Die Zinsen bleiben und die Renditen dort, die werden niemals euch ein Vermögen aufbauen. Ja, das ist durch. Ja, das, was ihr dann irgendwann mal rauskriegt, das wird an der Kaufkraft erodieren im Verhältnis zu heute. Ihr müsst euer Heft in die Hand nehmen, ihr müsst zu Aktionären werden. Das ist das Wichtigste, was ihr tun müsst. Vergesst das, was früher war, was eure Eltern euch mit auf den Weg gegeben haben. Wir haben keine D-Mark mehr. Ja, nochmal zur Erinnerung. Ja, bis zum Jahr 2000 und ein bisschen später, ja, da haben Handwerker in Deutschland, Selbstständige, ja, die haben ihre Altersvorsorge natürlich so gestrickt, dass sie in ihrer Arbeitszeit irgendwie 500.000, 600.000 Mark an der Seite gespart hatten für ihre Altersvorsorge. Das haben sie angelegt. Dann haben sie 5-6% Zinsen kassiert und damit konnten die gut ihre Altersvorsorge bestreiten. Das ist rum, ja. Und so hat auch nie irgendjemand in den südlichen Ländern, in Frankreich, Italien oder sonst was gewirtschaftet. Die haben in Immobilien investiert, die haben in Aktien investiert, weil eben sie eine Inflationswährung hatten, niedrige oder beziehungsweise immer eine Vermögenserosion durch die Währungsverluste. Also hat man investiert. Und das ist das, woran wir uns gewöhnen müssen, woran sich jetzt auch junge Menschen gewöhnen müssen,
nicht sparen, sondern investieren. Und das geht heute eben ja auch über viele Tools, über Sparpläne, dass man Aktien besparen kann, dass man ETFs kaufen kann. Und das solltet ihr auch tun. Ja, was war da gestern los? Das, was in den USA passiert, das ist auch nur dort möglich. Man spricht natürlich hintenrum wieder von dem Plunge Protection Team, ja, was seit 1987 eigentlich immer aktiv ist, wenn die in den Märkten es zu Verwerfungen kommt. Ja, da wird natürlich auch gesteuert, dass da etwas passiert und dann kommen die großen Jungs und kaufen zu. Worum es heute aber geht, ist jetzt sich darauf zu konzentrieren, was ihr tun könnt. Denn natürlich haben wir jetzt auch irgendwo viele Unfälle an der Börse, viele Aktien, die wirklich gefallen sind, deutlich gefallen sind. Und deswegen solltet ihr euch konzentrieren und die neue Liste, die ich heute für euch habe, die ihr unter dem Video anfordern könnt, die hat drei Schwerpunkte. Den einen Schwerpunkt auf die Unternehmen, die ihr haben müsst. Ja, unbedingt. Das ist eine Pflicht, da zu investieren. Und die erste Tranche solltet ihr auch jetzt unmittelbar diese Woche noch platzieren. Ja, ein Muss für alle. Dann die zweite Tranche, wirklich Unternehmen, die sich rechnen lassen, wo wir sagen, jawohl, das sind wir zu fast 100% sicher, dass die in dem Jahr wieder Fahrt aufnehmen. Und dann eine dritte Gruppe, wo wir wirklich darauf spekulieren, dass hier eine ordentliche Trendwende stattfinden wird, wo wirklich dann vielleicht auch der ein oder andere Verdoppler, Verdreifacher dabei sein wird. So haben wir das heute ausgesucht für euch. Ja. Aber natürlich, der Schwerpunkt bleibt, und das ist immer wieder, wenn wir über sowas reden, stellt euch breit auf, alle, die es können und alle perspektivisch. Ihr braucht perspektivisch an der Börse ein Depot, was auf vielen Beinen steht, auf wichtigen Säulen steht. Dazu gehören natürlich die großen IT-Giganten dazu, dazu gehören auch Dividendenaktien dazu und dann gehören natürlich dann auch junge Wachstumsunternehmen dazu. Aber eben alles in einem entsprechenden prozentualen Verhältnis. Ja, das ist das Ziel, wo ihr hin müsst. Aktuell natürlich spannend ist das, was sich eben abzeichnet im Nasdaq, in den Wachstumsunternehmen, da, wo die neuen Boombranchen natürlich schon laufen oder auch sich noch dynamisieren, da, wo jetzt die Abstürze am größten sind. Und dass man da mit Abstauberlimits arbeiten kann oder sollte, das wollen wir heute auch mal hier auswerten. Weil natürlich gibt es ja im Chat, wenn wir unsere Sendung machen, Diskussionen über die Tech-Abstauberliste, über die China-Abstauberliste. Und da wollen wir mal schauen, was da eigentlich seit März letzten Jahres, wo wir damit angefangen haben, passiert ist. Ja, fangen wir mal an mit der März-Liste der Tech-Aktien. Und wenn ihr euch jetzt diese Liste anschaut, alles, was gelb ist, ja, diese Limits sind aufgegangen. Das heißt ganz klar auch, bei Aktien wie Adobe oder Alphabet, ja, als wir die Liste aufgelegt haben, beispielsweise stand Alphabet bei 1691, aber nicht mal unser Limit bei 1600 ist aufgegangen, weil die Aktie seither natürlich durch die Decke geschossen ist auf 3000. Das zeigt natürlich, die Aktien, die wir besonders favorisieren, ja, die stehen heute deutlich höher noch als damals. Und das sollten eure Schwerpunkte sein. Aber einige Limits sind aufgegangen, manchmal auch die zweiten Kauflimits. Und rechts seht ihr die Entwicklung seither, also im Schnitt dieser Limits, was da passiert ist. Und da haben wir einige tolle Gewinne dabei, wie bei AMD mit über 60% oder eben auch bei Activision 14%. Klar, die Übernahme Cadence Design 31%. Aber klar ist auch, es gab gerade bei den Wachstumsunternehmen, die teilweise defizitär unterwegs sind oder eben mit geringen Gewinnen, gab es auch ordentliche Verluste, wie eben bei Fiverr zu nennen mit 58% oder eben Zoom mit 49%. Dennoch, auch hier haben wir richtig gute Hoffnung, dass da in den nächsten Jahren die Trendwende erfolgt. Und wenn man hier im Schnitt mal sieht, dass man vielleicht mit 10%, 8% hinten liegt, ja, dann ist der Weg in die Pluszone insgesamt natürlich gar nicht so weit. Ja. Nehmen wir unsere China-Abstauberliste. Auch hier natürlich, und alle, die uns verfolgen, die wissen, dass wir immer einen ganz hohen Schwerpunkt auf die Schwergewichte legen. Also die vier großen, Baidu, JD, Alibaba und Tencent. Ja. Dahinter, mit deutlich weniger Gewichtungen, sollte man in der zweiten und dritten Reihe vorgehen. Ja, das sind immer unsere
Empfehlungen, ja, die wir genau wie in USA Schwerpunkte natürlich die GAFAM-Aktien, die wirklich auf Jahressicht immer noch deutlich, deutlich vorne liegen, ja, und danach zweite, dritte Reihe. Schauen wir uns die China-Liste an. Also hier sind natürlich fast alle Limits aufgegangen, bis auf BYD, die sich super halten, ja, auch ja eine Empfehlung von uns. Der Mick hat die ja sogar damals in seinem Zockerdepot gehabt mit über 500% Gewinn. Die begleiten wir also schon sehr, sehr lange hier auf der Aktienlust. Da sind wir mit den Abstauberlimits bis heute nicht zum Zuge gekommen. Aber bei allen anderen, bei Lenovo nur mit dem ersten, bei allen anderen sogar mit den zweiten Limits. Und natürlich sehen wir hier auch grüne Vorzeichen und vor allen Dingen wo? Bei den Großen, bei Baidu. Da liegen wir im Schnitt vorne, bei JD.com sogar zweistellig und bei Tencent ebenfalls fast zweistellig. Dazu NetEase im Plus, Trip.com im Plus und das zeigt, das sind auch etwas größere Aktien. Aber wir haben natürlich auch hier Minuszeichen. Ja. Alibaba von den Großen knapp 25% hinten, je nachdem, ob man die Hongkong-Aktie oder USA, aber da liegen wir im Schnitt. Und dann haben wir natürlich auch Aktien wie Pinduoduo mit 25%, NIO 32%. Also das sind alles so prozentuale Minuszeichen, die relativ schnell auch wieder auszugleichen sind. Wo wir auch wirklich guter Dinge sind, dass man da relativ zeitig in diesem Jahr auch wieder in die Pluszone läuft. Natürlich muss man sich die Frage stellen, was passiert mit den Aktien, die deutlich größer verloren haben. Aber es gibt eigentlich nur eine einzige Aktie, wobei ich da auch die Bilanz eigentlich ganz gut finde, nämlich IGE, wo man sagen muss, okay, da würde ich jetzt nicht unbedingt nachlegen. Ja, grundsätzlich auch hier gilt, obwohl die Großen im Plus sind, das sind die ersten Aktien, wo ich auch nachlegen würde. Aber natürlich gibt es eben auch eine zweiten Reihe, ob das eine Bilibili ist, da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass es da auch wieder deutlich nach oben geht. Auch bei einer Baosun, jetzt kommen bald die Quartalszahlen, da wird sicherlich da einiges passieren. Also auch hier, es gilt es nicht zu beschönigen, wir lagen da zeitlich deutlich zu früh. Natürlich haben wir nicht damit gerechnet, dass China derart reguliert, dass sie so zeitig alles durchziehen auf der Regulierungsfront, was ja auch dazu geführt hat, zu den Ergebnissen, die wir jetzt da hier sehen. Also hätten wir uns so nicht vorgestellt, aber trotz allem sind wir hier guter Dinge, dass es auch da wieder nach oben geht. Und dann auch unsere Tech-Nebenwerteliste, die wir aufgelegt haben, wo wir schon gedacht haben, wir haben einigermaßen brauchbare Kaufkurse. Die haben wir auch nochmal hier abgedatet. Auch hier gingen viele Kauflimits aus, wo wir meistens noch hinten liegen. Aber ich denke auch hier noch in Bereichen, wo wir guter Dinge sind, dass es da auch wieder nach oben geht. Manche Aktien, wie gesagt, die liegen da schon ein bisschen vorn. Aber auch hier natürlich, das ist der Korrektur geschuldet der letzten Tage, überwiegen noch die roten Vorzeichen. Aber das gehört dazu. Niemand, der in Krisen kauft, wird sofort belohnt. Ja, das wäre reiner Zufall, dass wir da die Tiefstände erwischen. Ja. Und es ist auch ein reiner Zufall, dass wir zeitlich nah an den Tiefs dran sind. Ja, da muss man ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Aber es ist die beste Phase, in Krisen zu kaufen. Dann, wenn es Rabatte gibt, dann, wenn, wie der Mick immer sagt, das Blut durch die Straßen fließt, ja, dann ist die Zeit gekommen, da aktiv zu werden. Und selbst wenn man jetzt mal davon ausgehen sollte, dass Russland irgendwann intervenieren sollte in der Ukraine, was ich nicht hoffe, was ich auch nicht glaube. Ich meine, Russland selbst beteuert, dass man diese Absichten gar nicht hat. Ich glaube nach wie vor an diplomatische Lösungen in diesem Konflikt. Und wenn das dann mal eingetütet ist, dann wird man sich auch relativ schnell wieder auf die positiven Dinge konzentrieren. Nämlich, die Pandemie ist in den Endzügen. Ja. Omikron ist der Übergang von der Pandemie in die Endemie. Ja. Es gibt jetzt die neuen Impfstoffe. Heute Pfizer-BioNTech, eine Omikron-Variante in der Testphase. Ja. Also man darf auch davon ausgehen, dass es hier für die vulnerablen Gruppen irgendwann Lösungen gibt. Ab 50, ab 60, einmal im Jahr, die vielleicht die nächsten 5 Jahre noch eine Auffrischung. Und dann haben wir diese Pandemie endlich mal aus den Köpfen. Ich hoffe endlich auf Talkshows ohne Karl Lauterbach und dass man wieder mal andere Themen auf dem Schirm hat.
Dann gibt es Öffnungsperspektiven, dann gibt es Tourismus, dann gibt es Urlaub, dann gibt es Feste. Dann ist auf einmal ein Aufatmen wieder da. Das sollte man nicht unterschätzen in der aktuell desaströsen Stimmungslage. Ja, das sind gute Ansätze, das sind gute Faktoren, die da vor uns liegen, worauf wir uns auch freuen dürfen und die auch für die Börsen relevant sind. Dann haben wir das Thema Inflation und Zinsen. Geht davon aus, wenn wir öffnen, wenn wir wieder von den Unternehmen, die ja aktuell massiv investieren, ja, egal, im Chip-Bereich, Intel, 20 Milliarden Dollar, da werden neue Fertigungskapazitäten aufgebaut, Infineon, alle in dem Bereich und auch in anderen Bereichen. Wir haben schon Branchen, wo die Lieferketten wieder laufen, wo es besser wird, wo die Versorgung wieder stimmt. Das ist noch nicht in der Breite da, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Also auch dieses Thema wird sich beruhigen. Dann wird auch der Inflationsdruck nachlassen. Ja, und dann bleibt noch das Thema Fed, das Thema Zinsen. Die EZB wird ohnehin nichts tun, das haben wir ja mehrfach schon erwähnt. Bleibt die Fed in New York. Und das ist, glaube ich, immer noch was viele aktuell nicht so richtig begriffen haben. Natürlich hat Jerome Powell die Inflation im Blick. Natürlich muss die Fed handeln, wenn die Preise aus dem Ufer laufen. Aber die Fed hat vor allen Dingen eins im Blick, die US-Konjunktur und den US-Arbeitsmarkt. Und wenn es dort nicht brummt, wenn es dort nicht läuft, wenn die Wirtschaft nicht läuft, wird Jerome Powell einen Teufel tun, der Wirtschaft über zu schnell steigende Zinsen ja die Luft abzudrehen. Das macht sie nicht. Ja. Und von daher wird sie mit Augenmaß agieren. Das haben wir zu Jahresbeginn schon gesagt. Die Fed hat natürlich dieses Jahr wirklich eine Herausforderung vor sich, die sie sich stellen muss. Aber dann wird auch die Stimmungslage wieder drehen. Dann wird man sagen, hey, wir wissen das, wir werden bei den Zinsen ein bisschen nachsteuern. Aber von was reden wir? Von einem Leitzins, der von 0% am Ende der Reihe vielleicht bei 1,5% an. Das ist weit unter dem historischen Schnitt, der dann auch irgendwann wieder für die Börse, für die Aktienmärkte vielleicht ein Problem ist. Wir bleiben an einem absoluten Niedrigzinsumfeld, das gut ist für Aktien und das besonders gut ist für Wachstumsunternehmen, weil die ein perfektes Umfeld haben, nicht nur über Fremdfinanzierung zu wachsen, auch über Kapitalmaßnahmen zu wachsen und über Zukäufe zu wachsen, was aktuell alles möglich ist. Und die richtig erfolgreichen, wie Apple, Alphabet und so weiter und so fort, ja, die brauchen keine Banken zur weiteren Finanzierung. Die machen Quartal für Quartal Milliarden Cash-Überschüsse. Die könnt ihr Wachstum selbst finanzieren. Die nehmen nur Bankkredite, wenn sie nachgeworfen bekommen. Ja, weil sie sagen, okay, wenn ich Geld nachgeworfen bekomme, das nehme ich auch noch mit, um ein Wachstum zu finanzieren. Und wir sind noch lange nicht am Ende dieser Trends. Ja, die Digitalisierung, das ist der Trend, das ist praktisch der Treibstoff des Wachstums in den nächsten Jahren, ja. Alles wird digitalisiert. Alles wird neu positioniert, ja. Wir reden vom Metaverse. Wir reden von evolutionären Entwicklungen in der Gesundheitsbranche. Die mRNA-Technologie hat gezeigt, wie schnell man heute Impfstoffe entwickelt gegen was keiner auf dem Schirm hat. Ja, jetzt wird man natürlich die Dinge angehen, die noch wichtiger sind. Krebs, AIDS, HIV, Hepatitis. Da wird so viel passieren demnächst, ja. Alterungsprozesse, Anti-Aging, was da alles los sein wird. Dann natürlich auch Robotik, autonomes Fahren, der Klimawandel, der Lösungen erzeugen wird. Also es wird so viel Positives wieder passieren, was dieser Tage ausgeschaltet wird. Aktuell geht es nur darum, oh, die Zinsen steigen, die Inflation ist hoch, der Russe will in die Ukraine einfallen, die Chinesen wollen Taiwan. Die Welt geht unter. Das ist die Stimmung im Land. Und das ist natürlich diese Stimmung, in der die Kurse unten sind. Und deswegen solltet ihr euch an unserer neuen Liste orientieren und jetzt wirklich diese Phase nutzen. Macht es, ja. Traut euch, ja. Und wer diese Möglichkeit nicht hat, bitte haltet euch trotzdem tapfer da dran. Bleibt am Ball. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt niemanden da draußen verlieren, in Aktien zu investieren. Alle Jungen, die vielleicht jetzt auch deutlich hinten liegen, lasst euer Zeug liegen, wechselt nicht die Fährte. Es sei denn, ihr seid wirklich in abenteuerlichen Buden drin, in was weiß ich, GameStop und Co., was die Reddit-Trader da durch die Decke jagen. Ja, da habt ihr gesehen, was da passieren kann. Da ist nichts dahinter. Konzentriert euch auf die Unternehmen, die wirklich wachsen, was Umsatz angeht,
wo die Kennzahlen sich bessern, die auch in spannenden Märkten zu Hause sind, da werdet ihr auch belohnt werden für euer Durchhaltevermögen. Und alle anderen, die können, die sollten jetzt unsere neue Liste anfordern und aktiv werden. Ja. Die aktuelle Phase ist ein Geschenk, das ist keine Strafe, das ist etwas, was ihr nutzen solltet. Und wir werden euch mit unserer neuen Liste da zur Seite stehen. Und wir werden hier nachlegen über unsere Updates, ja, in Aktienlos Daily, Aktienlos Kompakt, in unseren kostenlosen Newslettern. Das heißt, jetzt einen Fuß in die Tür stellen in diese Unternehmen, die wir euch heute vorstellen oder die wir da zusammengefasst haben, die wichtigsten Aktien, auf die ihr euch jetzt konzentrieren solltet, jetzt einen Fuß in die Tür stellen. Wir haben für all diese Titel nochmal ein tieferes Kauflimit, das sich nach dem aktuellen Stand orientiert, für den Fall, dass wir nochmal zurücksetzen, ja. Sollte das klappen und der Markt sogar noch weiter abtauchen, ja, das kann niemand ausschließen, aber das wäre eigentlich auch wieder keine Bestrafung, sondern dann käme Ostern und Weihnachten schon im Ende Januar, Anfang Februar. Ja. Das wären Geschenke. Sollte das kommen, werden wir euch dann auch nochmal noch tiefere Limits geben. Ja. Was ich aber eher für unwahrscheinlich halte, wahrscheinlicher wird dann der Fall sein, dass wir uns zum späteren Zeitpunkt nochmal mit der Liste melden, wenn wir wieder den Dreh nach oben finden und wo wir sagen, okay, Leute, wenn wir jetzt da und diese Kurse erreichen, dann geht mit dem Stop-Buy-Limit, das heißt, wenn Kurse dann wirkliche neue Kaufsignale generieren, geht da nochmal, stockt da nochmal auf und dann habt ihr alles richtig gemacht. Also das ist der Fahrplan, mit dem wir diese Liste jetzt für euch demnächst begleiten werden. Ja, das war's von mir heute an dieser Stelle. Also unten unter dem Video anfordern. Alle Newsletter-Abonnenten, also die unsere Newsletter natürlich beziehen, kriegen das sowieso. Aber alle anderen, die da noch nicht drin sind, jetzt da unten aktiv werden. Also, wir sehen uns dann morgen wieder 17 Uhr live hier auf der Aktienlust.